Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es in der Überschrift von dem Projekt schon, das ist ein absolutes Katastrophenprojekt. Sieht zwar nicht so aus, ich finde es ist eigentlich doch ganz schön geworden, aber schaut euch einfach das Projekt an, dann werdet ihr sehen, wo ich fast am Verzweifeln war. Aber da habe ich ganz viel dazugelernt. Ich hoffe, dass du auch ein paar Tipps rausziehen kannst, wie man dann so ein verhunztes Projekt, wie gesagt, du wirst es ja gleich sehen, doch noch retten kann. Ich habe das Projekt hier, das habe ich übrigens auch gemacht, damit ich in meinem Zimmer ein bisschen mehr Ordnung schaffen kann, weil ich habe keine richtige Ablagemöglichkeit. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich mir ein schönes Regal, bei dem ich auch noch schön zwei Schubladen habe, ganz viel Müll reinzuwerfen. Und ich habe das noch nicht aufgehangen, weil in meinem Zimmer man nicht gute Fotos machen kann. Deswegen seht ihr es auch einfach in der Wiese als Thumbnail-Bild. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Projekt. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir gefällt, und schreib mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob du auch mal ein Projekt hattest, das dir auf die Nerven gegangen ist. Viel Spaß! So, ein neues Video hat angefangen. Wir bauen heute ein neues Möbelstück. Schaut euch an, wie schön das aufgeräumt ist. Dort liegt die Esche, die wir brauchen. Oh, das da ist auch schönes Holz. Oh, das ist wunderschön. Esche ist ein schönes Holz. Esche ist ein geiles Holz. So, ich habe ja in der letzten Zeit echt gewütet hier in meiner Werkstatt. Und das soll bedeuten, ich habe aufgeräumt. Und das bedeutet, ich kann jetzt die Bohle sogar mal hier drin zuschneiden. Herrlich, herrlich, herrlich. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwie was jetzt ausgelegt bekomme. Gut, ne? 840. So, gucken wir mal, was wir hier rausbekommen. Kleiner Tipp, dreht immer mal so ein Kreissägenblatt. Spannt es dann fest. Und dreht es dann wieder. Dann seht ihr auch, dass es wirklich gut aufgespannt ist. Let's get started. So, und jetzt werde ich das mal ausnahmsweise mit der Stichsäge ablenken. An der Sichtkreissäge macht es aber doch einfach mehr Spaß, deswegen schneide ich hier die kurzen kleinen Stücke an der Kreissäge runter. Das Holz reicht für dieses Projekt, glaube ich, auf das kleinste Stückchen genau. Das macht mich jedes Mal happy. Aber mir ist aufgefallen, so für jedes Projekt so in dieser Größenordnung braucht ihr ungefähr mindestens mal eine Bohle, um das realisieren zu können. Und eine Abrichte braucht er jetzt auch, denn wie immer müssen wir das Holz als erstes jetzt abrichten. Make it flat again. Make woodworking flat again. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video rausgebracht, das war eine Tippsfolge, in dem ich gesagt habe, okay, wenn ihr abrichtet, als kleiner Tipp, bleiben die Messer länger scharf. Wenn ihr abrichtet, schaut er, dass er auf der linken Seite hobelt, und wenn er auf dicke hobelt, schaut er, dass er auf der rechten Seite oben drauf geschaut. Hobelt ihr, da sind manche Leute so abgegangen. Das darf man natürlich nicht auf Millimeter genau sehen, weil jemand hat geschrieben. Dankeschön, Marius. Jemand hat geschrieben, ja, dann sind die in der Mitte versetzt und würden nicht mehr genau hobeln. Das ist nur so ein Anhaltspunkt. Schaut, dass ihr euch so orientiert, weil dann ihr richtet dreimal oben ab und zweimal hobelt ihr es unten auf dicke. Dann habt das in etwa gleich ab. Es haben sogar relativ viele Schreiner geschrieben, okay, ja, das lernt man schon in der Grundausbildung. Daher. Ich habe den Luxus an meiner Hobelmaschine, dass ich da bis 22 cm in der Höhe was hobeln kann. Das bedeutet, ich hobel die Bretter gleich auf die fertige Breite. So habe ich einfach ein schönes Hobelbild. Und davor, bevor ich es jetzt hobeln werde, damit es ein bisschen schneller geht, werde ich es einmal grob auf Breite schneiden und dann hobeln wir es einfach auf
18 cm breite. Das hier sind die Bretter, um die es gehen wird. Die müssen wir auch später noch auftrennen. Aber wie gesagt, ich will den Tisch nicht so oft ganz hoch oder ganz runter nehmen. Der Tisch ist jetzt relativ weit unten, deswegen werde ich das jetzt eins machen. Weil die Obermaschine sehr, sehr genau arbeitet, habe ich noch gar keine Bedenken dabei. Ich habe jetzt einiges zugeschnitten und zugehobelt. Aber wie es dem einen oder anderen bestimmt schon aufgefallen ist, reichen hier diese ganzen Bretter auf keinen Fall. Deswegen werden wir die jetzt gleich an der Bandsäge auftrennen. Wieso an der Bandsäge? Ganz einfach. Ich bin relativ knapp mit dem Material. Also ich habe nicht so viel Überschuss. Also schneiden wir so eine Bandsäge auf, da haben wir nicht so viel Verschnitt. Und um jetzt hier die Mitte anzuzeichnen, denn das müssen wir ja. Ist so schlimm wie Tissi hatte ich es noch nie. Um hier die Mitte anzuzeichnen, benutze ich wieder meinen tollen Mittelfinder. Da gibt es ein eigenes Video, das verlinke ich euch oben echt rechts im Eck. Mega geiles Teil, benutze ich erstaunlicherweise öfters als erwartet. Einfach ansetzen und einen Strich ziehen. Das Teil ist nicht hundertprozentig in der Mitte, macht auch nichts. Ich zeichne dann einfach den Strich von beiden Seiten an. Dann habe ich hier in der Mitte einen genauen Strich, dem ich gleich an der Bandsäge folgen kann. So, nachdem das jetzt hier an der Bandsäge nicht geklappt hat mit dem Auftrennen und ich zwei neue Bretter brauche, habe ich mir überlegt, dass ich euch heute zeigen werde, wie man das noch ein bisschen anders auftrennen kann. Zwar auch noch teilweise mit der Bandsäge, aber mit ein bisschen anderem Werkzeug noch dazu. Zum Glück habe ich vom letzten Projekt, werde ich euch auch mal oben rechts verlinken, noch ein Stück Esche übrig. Dieses hier muss ich noch ein bisschen verbreitern, aber ich muss keine Ganzbohle mehr anfangen. Da bin ich jetzt erleichtert. Die kleinen Teile kann ich direkt an der Greifsäge aufschneiden. Da habe ich mir auch wieder hier mit meinem Mittelfinder die Mitte einfach markiert. Stell das jetzt hier auf den Zahn ein. Und mach mal einen Test. Jetzt können aber wirklich mal die Bretter an der Bandsäge vernünftig auftrennen. Denn wir haben ja schon das meiste Material mit der Greifsäge weggeschnitten. Und jetzt schneiden wir nur noch ein Stück in der Mitte weg. Und da kann man eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Ich habe jetzt hier meine zwei Bretter, die ich sowieso noch hätte zusammenleimen müssen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Die Reimfuge sieht jetzt schon super aus. Das heißt, wir müssen es nur noch verleimen. Mal, wie das mit den Schraubzwingen hier funktioniert. Ui, das deutet sich gut an. Mit diesen neuen Schraubzwingen funktioniert das viel, viel einfacher, Bretter zu verleimen. Richtig geile Teile. Ich muss mal ein paar Rohre kaufen, dann hätte ich auch in der Mitte hier eine Rohrschraubzwinge benutzt, denn hier geht es halt ein bisschen auseinander, aber hier habt ihr so gut wie gar keinen Versatz und da braucht ihr nicht viel mit Schraubzwingen hier und dort rumzuspannen. Richtig geil. Super coole Teile. Ach, und außerdem braucht ihr hiermit dann auch keine spitzen Leisten mehr oder irgendwas, wo ihr die drauflegen könnt, denn das Rohr, da könnt ihr das dann drauflegen. Und da liegt das dann halt auch einfach satt auf und was macht das Leben so viel einfacher. Das hier sind jetzt meine wunderschön fertig gehobelten Bretter. Das sind die speziell für das Rahmengestell. Die werden wir jetzt mal fertig auf Länge schneiden und das mache ich einfach an meiner Tischkreissäge.
aber gerade noch gesagt und gerade schon falsch gemacht. Hier seht ihr die Bretter, die habe ich gestern alle aufs Maß gehobelt und ihr seht, dass die jetzt alle leicht rund sind. Das sind halt jetzt die Sachen, da unterscheidet sich ein Schreiner und ein professioneller Typ, der mit Holz arbeitet, von einem Hobbymensch. Ich kann nur anmaßen, ich schätze, das liegt daran, dass ich es nicht akklimatisiert habe. Kann aber auch daran liegen, weil es so ein großes Brett ist, wird sich sowieso ein bisschen verziehen, aber dass das innerhalb von einem Tag so schnell geht. Hier die Gebäudeverhältnisse sind eben ein bisschen extrem hier. Hier wird es dann mal schnell 35 Grad drin. Das sind aber alles Mutmaßungen. Das sind halt Sachen, die könnten Schreiner unten mal gerne in die Kommentare schreiben. So, ich habe gerade hinter der Kamera zwei neue Regalböden zugeschnitten. Nein, ich habe es nicht neu verleimt. Ich habe einfach andere genommen und habe die auf Länge und auf Breite geschnitten. Vielleicht lasse ich dann einfach einen Regalboden weg oder überlege mal einfach mal was. Aufgeschoben und vielleicht in diesem Fall auch aufgehoben, von daher. So, ihr könnt gar nichts sehen. Als nächstes will ich hier vorne diese heraufstehenden Späne wegschleifen. So einfach schräg schleifen funktioniert nicht so ganz gut. Deswegen, übrigens, das hier sind einen Tipps-Videos, baut euch diese Teile nach. Mega genial. Schleift einfach mit der Maserung. Ein paar Mal. Und jetzt dagegen. Und schon sind die ganzen Späne weg. Kleiner Tipp am Rande. Ich habe gerade hier die Felsen gefräst und eigentlich wollte ich hier an diesen Felsen stehen bleiben, dass die nicht durchgängig sind, aber da ist schon ein Stück Holz rausgerissen, deswegen habe ich sie doch durchgängig gemacht. Ein kleiner Schönheitsfehler, stört mich nicht so arg, aber jetzt werde ich das mal provisorisch zusammenspannen. Mal zu schauen, wie das aussieht. Oh, das darf ich jetzt auch nochmal fürstellen. Nummer 1 und Nummer 2. Ich habe jetzt gerade hier diese Schrauben reingedreht. Keine Panik, die werden natürlich noch durch Holz übersetzt. Das ist derzeit so die Verbindungsmethode, die ich echt ganz gerne benutze. Ich wollte eigentlich den Meisterdübel-Dingsbums benutzen, aber da hatte ich jetzt doch keine Lust drauf, weil das ist so nervig mit dem Anzeichnen. Und gerade wenn ihr viele, viele Böden da reinmachen möchtet, funktioniert es natürlich auch, aber ist mir zu aufwendig. Diese Dübel-Variante gefällt mir richtig gut. Ich werde das Ding jetzt aber trotzdem nochmal auseinanderschrauben und als mal innen schleifen. Und dann können wir das Teil nämlich schon mal zusammenleimen. Ich habe das Ganze jetzt zusammengeleimt, ich bin aber noch nicht so happy, denn wir haben hier einen riesen Spalt. Das ist nicht so schön und ein Brett hier oben habe ich auch nicht so ganz beigedrückt bekommen. Ärgert mich ein bisschen, aber ich sag mal, mit den Möglichkeiten, die ich hier habe, ist es okay. Natürlich kann man es immer perfekt hinbekommen. Bestes Beispiel wäre hier zum Beispiel eine Handkreissäge mit Tauchkreissäge, habe ich auch nicht. Ich habe nicht mal eine Handkreissäge mit einem feinen Kreissägeblatt, deswegen ist das okay. Hier ist der kleine Spalt. Und hier oben ist einer, mega ätzend. Sowas regt mich dann auf. Als nächstes will ich aber mal anfangen, hier unten diese zwei Regalböden zuzuschneiden. Und dazu habe ich mir hier ganz am Anfang diese Bretter hergestellt. Und die muss ich auf Breite und auf Länge schneiden. Das mache ich jetzt mal schnell. Bevor ich jetzt den unteren Teil der Kiste verleimen kann, will ich noch einmal hier diese Leimfuge wegbekommen.
Dazu habe ich mir das Schleifpapier ein bisschen auf meinen Schleifknopf umgelegt und schleife jetzt in die Kanten rein und das funktioniert sogar ganz gut. Wird natürlich nicht perfekt funktionieren, aber das ist schon in Ordnung. Jetzt kommt so eine Arbeit, die ich immer ein bisschen hasse. Und zwar muss jetzt das Brett hier natürlich auch in das Regal rein und da muss irgendwie, wobei muss der Holzleim drunter. Ich glaube, ich lasse den Holzleim einfach weg. Wisst ihr was, ich werde in dem Fall werde ich jetzt mal ausprobieren, den Holzleim drin zu lassen. Denn damit würde ich mir eh das ganze Werkstück nur versauen. Aber da kommen wir später eh noch übel hinten rein. Auch das Brett hinten dran hat sich ein bisschen verzogen, deswegen muss ich das jetzt auch einschlagen. Ich glaube, die Eche, die war nicht ganz richtig abgelagert. Ihr seht halt jetzt, dass wir eine kleine Lücke haben. Hier diese kleine Lücke, die ist nicht so ganz schön. Als nächstes kann der zweite Boden dann gleich mal oben drüber eingelegt werden. Jetzt markiere ich mir hier als mal die Dübellöcher. So, was haben wir da noch? 18. Machen wir so bei 2, 9 und 16. 9, 16, Druck. Oh, um Gottes Wille! Oh, Katastrophe, Alter. Bevor ich gleich die Löcher bohren werde, ich markiere mir jetzt erstmal hier auf der Bandsäge die Länge der Dübel. Ihr seht auch gleich, wie ich die Löcher bohre und wie ich die Dübel dann einschlage. Ich benutze diesmal dünnere Dübel, weil das Brett an sich auch nicht mehr so breit ist. Und dann macht das hier auch Sinn dann. Als nächstes bohre ich jetzt hier die Löcher vor. So, als nächstes können wir diese Holzdübel einleimen und ich würde euch in dem Fall wirklich nicht empfehlen, Holzleim ins Loch zu geben. Das habe ich auf der anderen Seite eben gemacht, weil das hier keine geriffelten Holzdübel sind, hat der Leim dann nicht wirklich Platz, um zu vergehen oder beziehungsweise sich rauszudrücken. Und dann kann es halt passieren, wenn eure Bretter dünner sind, dass sie platzen. Das ist mir nämlich eben passiert. Das muss jetzt erstmal trocknen, damit die Bretter nicht mehr nachgeben. Also Leute, es sind wieder ein paar Tage vergangen und manche Projekte haben es einfach in sich. Und bei manchen Projekten habe ich dann auch echt nach kurzem gar keine Lust mehr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das bei dir auch so bei manchen Projekten ist. Ich werde dir mal zeigen, um was es geht. Ihr seht hier das Brett und hier ist eine Lücke. Das darf natürlich nicht sein und ich habe das Ganze zusammengezwingt und habe dann den Holzdübel eingelassen. Dann ist es auseinandergegangen, dann habe ich mir überlegt, machst du das mit Harz, denn ich habe gerade noch ein bisschen Harz angerührt, deswegen habe ich es mit Epoxy halt eingeklebt. Und das Zeug ist einfach mega stabil. Aber auch das hat nicht gehalten, geht mir einfach mega auf die Nerven sowas. Deswegen werde ich jetzt mal wieder ein bisschen fuschen, werde das hier wieder aufbohren und werde das mit einer Schraube festschrauben und werde es später mit einem Holzdübel verschließen, das Loch. Eieieiei, das ist ja mal wieder was hier, Leute. Erstmal das Scheißhausloch ein bisschen aufbohren. Jetzt mit einem kleinen Bohrer. Ich glaube, das hat funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. So, ihr seht, hier ist jetzt so gut wie keine Lücke mehr. Das ist jetzt aber okay, endlich. Und die Schraube hat das Ganze beigezogen. Habt ihr es auch gesehen, diese Regalböden auch jetzt hier wieder mit meinen Abschnitten distanziere und die Teile hier spanne ich auch fest, damit sie mal nicht auf die Nerven gehen. Damit ich hier mal zu Pötte komme. Wird es passen? Wird es passen? Alter, das ist aber echt alles krumm und schippig, Alter, Alter. Aber ich glaube wenigstens die Abstände passen. Oh, ist das so fürchterlich, dieses Regal. Ich fall doch runter! Leck mich drauf. Hier bei diesem Regal ist halt jetzt leider alles krumm und krabbelig, deswegen muss ich hier erstmal die Regalböden in Position pressen, weil die halt alle sich verzogen haben. So, einmal. Das war der erste Streich.
und der zweite folgt zugleich. So, und jetzt folgt der dritte Streich, denn jetzt müssen wir sie noch alle in die Richtung zusammenpressen, weil die nicht so machen wollen, wie wir es gerne hätten. Es wird, glaube ich, langsam. Langsam wird es, glaube ich. Hoffe ich. Ich finde es selbst echt mega ärgerlich, dass ich da jetzt in die Bretter Schrauben reinjagen werde. Aber anders funktioniert es jetzt nicht, deswegen mal so einfach so. Aber so wie ich das Teil hier gerade zusammenpresse, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich eines Nachts, weil das Regal hier hängt so ein bisschen neben meiner Birne, dass das Teil irgendwann einfach explodiert und mir die ganzen Bretter auf den Knausen fallen. Das habe ich dann aber bestimmt verdient. Also im Moment glaube ich ja ehrlich gesagt noch ein bisschen, dass es funktioniert. Aber eigentlich ist das, glaube ich, eher eine Wunschvorstellung. Mit katastrophalen Scheißhaufen. Ich markiere mir jetzt hier auf jeden Fall einmal mal die Senkrechte runter, damit ich weiß, wo ich das Teil gleich verschrauben muss. Da hätte ich aber gerade mal noch eine andere Frage an euch. Jeder von euch hat ja bestimmt hier so eine Bohrkassette. Rastet ihr auch so komplett aus mit diesen scheiß Bohrkassetten? Die da sind ja zum Beispiel von Würth. Die Bohrer sind auch gut, aber diese Kassetten, da fliegt immer die ganze Hälfte raus. Nur wenn man, also wenn es wirklich gerade liegt und man das dann so runterklappt, dann ist gefühlt schon der ganze Scheißhaufen hier wieder entleert, ne? Schreibt mir aber sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, ob das bei dir auch so ist, weil ich fürchte mich. Wie eben werde ich jetzt hier diese ganzen Löcher einmal vorbohren. Einmal mit 10, damit ich später einen 10er Dübel in dieses Bohrloch stopfen kann. Als nächstes bohre ich hier mit dem 4er Bohrer einfach so ein Stückchen vor. Damit ich gleich da die 60er Schraube rein jodeln kann. Let's do this. Ach, ist es nicht schön, das wunderschöne Regal. Hier diese Bretter, die habe ich hier ganz am Anfang reingeschraubt und die sind nur ein bisschen zu breit, wie die anderen auch. Das habe ich aber so gelassen, denn hier vorne, diese Überbreite, kann ich jetzt einfach hier mit einem kleinen Block hobeln, weghobeln. Ich habe mir gerade hier einige Holzdübel auf Länge zugeschnitten und die werde ich jetzt einfach hier in diese Löcher halt eben einreiben. Und das Dumme ist, mir jetzt gestern hier dieser Leimbau rumgefallen und da ist ziemlich viel Holz einem rausgelaufen. Und hier ist auch die Hälfte. Ach, scheiße, mit dem ganzen Zeug voll. Warum passt der nicht rein? Alter, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Was ist das denn? Ist aber nicht so gut gemeint mit dem tiefen Bohre. Oh, so gar nicht, ey. Scheiße. Das ist jetzt wieder ein Tag vergangen und ich habe die Hoffnung langsam wieder so ein bisschen gefunden. Das Projekt geht mir ja ziemlich auf die Eier. Aber es sind gerade die Projekte, wo man dann viel lernen kann. Gerade was jetzt in dem Fall Holz. Was Holz angeht, wenn sie es verzieht. Ich habe jetzt hier das Brett zugeschnitten. Ihr seht, hier oben hat es übelst viel Luft. Hier unten hat es nicht viel Luft. Und ich habe das jetzt komplett auf Breite geschnitten, weil ich jetzt die Falze ranfräsen möchte, damit das auch genau mit uns schneller geht. Meine Schubladen von eben, die habe ich gerade eben einfach ganz simpel zugeschnitten und zugefräst. Die können jetzt noch ein bisschen trocknen, denn die Böden habe ich eingeleimt. Ich werde mich jetzt mal um die Schleifarbeiten kümmern und als erstes muss ich hier alles grob zuschleifen. So, ich mache mal hier meine Schubladen, die ich eben verleimt habe, hier mal rein. Die passen ja auch echt ziemlich schnatz rein. So,
Komm, eben gehen sie auch super rein jetzt hier. So, und hier werde ich jetzt zwei Blenden zuschneiden aus irgendeinem coolen Holz, was hier dann stattdessen drauf kommen wird. Grob zuschnitten werde ich das hier jetzt machen. Oh, Scheiße. Jedes Mal schneide ich da irgendeine Scheißgericht eben. So, was habe ich getan? Ich habe gerade schon wieder das Brett aufgetrennt. Das wäre auch wahrscheinlich genau aufgegangen. Aber ich habe mal nicht angeschaut, ob es aufgeht. Jetzt muss ich das hier in der Mitte aufteilen. Da wird das Brett halt ein bisschen dünner. Das ist wie, als wenn du auf irgendeiner Raststätte im Scheißhaufpapier hängen bleibst. Ich habe mir gerade hier diesen kleinen Drechselrohling vorbereitet und habe mir auch hier schon mal einen Knopf gedrechselt. Das ist später ein Teil, was wir benutzen werden, um als... ja, für was benutzen wir es? Um als Schubladenauszug zu benutzen. Ja, und das muss ich jetzt drechseln. So einfach geht's. So, als nächstes mache ich mir hier vorne diese Schubladen als erstes dran. Ich mache es relativ unkompliziert. Ich habe da jetzt einfach ein Loch vorgebohrt. Und jetzt bohre ich da durch. Jetzt können wir das wieder rausziehen. Ich habe das Ganze jetzt geschliffen und ich finde, es sieht schön aus. Ich glaube, ihr könnt nichts erkennen, ne? So. Nur das Objektiv ein bisschen mit abreiße, das wäre ganz gut. Ich habe das ganze Möbelstück jetzt geschliffen. Ich mache da mittlerweile gar nicht mehr so viel mit den Holzhämmen, sollte ich vielleicht mal runterschleifen. Ich habe das ganze Möbelstück jetzt bis 180 geschliffen und was ganz wichtig ist, ich habe hier überall die Kanten gebrochen, denn wenn ihr das schleift, speziell mit unserem Schleifklotz hier, die XXL-Nagelfeile, dann habt ihr echt richtig scharfe Kanten und wenn ihr irgendwas drauflegt oder oben mal den Staub abwischt, dann könnt ihr euch schon super schnell einen Splitter reinhauen. Das hier müssen wir gleich erst noch abblasen. Das machen wir jetzt gerade. Und jetzt kann ich mit der Oberflächenbehandlung anfangen. Ich benutze ein Wachsfinish. Da habt ihr später einfach eine super, super schöne Oberfläche. Und die Anwendung ist auch super einfach. Ihr holt euch einfach Wachs und schreibt das, ich wollte nur sagen schmieren, und reibt das Ganze einfach auf das Möbelstück. Ihr braucht davon auch gar nicht viel. Einfach so, dass es deckend ist. Später muss man das Ganze dann abreiben. Und speziell beim Stirnholz ein bisschen länger rumreiben, damit es da auch schön einziehen kann. Und speziell, wenn ihr es dann aufgetragen habt und es ist ein bisschen länger auf dem Möbelstück drauf, habt ihr so eine geil sanfte Oberfläche. Das kommt halt von dem Bienenwachs. Und alle, die irgendwie mal was mit Bienenwachs gemacht haben und es ist im Holz eingezogen, ja, das ist so eine tolle Oberfläche. Ich verlinke euch mal hier dieses Finish, das mache ich selbst, das ist auch lebensmittelecht. Das ist der eigentliche Grund, warum ich es auch selbst mische. Ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, dass das Kackprojekt endlich fertig ist. Das Projekt ist mir, das ist so das Kackprojekt, was mir die letzte Zeit am meisten auf die Nerven gegangen ist, weil sich das Holz so stark verzogen hat. Aber genau bei solchen Projekten lernt man halt eben vieles. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel dazugelernt.
Und vor allem lernt man dann auch immer wieder mal, wie man wirklich schon verhunzte Projekte noch wieder retten kann. Als dieses Brett hier, die beiden äußeren Bretter, sich so extrem verzogen haben, habe ich eigentlich gedacht, ich hau das Ding bald in die Brennholztonne. Aber mit den Schrauben hat es dann doch ganz gut funktioniert. Also ist das ein Tipp für dich, falls du auch mal vielleicht dein erstes Vollholzmöbelstück baust oder hast es mit Holztübeln verleimt und die haben dann leider nicht so richtig gehalten. Das ist ein kleiner Tipp für dich, dann in dem Projekt auch dazu. Jetzt habe ich endlich wieder ein bisschen mehr Stauraum in meinem Zimmer. Das ist ja auch der Grund, warum ich das mir gebaut habe. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal solche Projekte hattet, die am Schluss viel zu lange in eurer Werkstatt gestanden haben, weil es euch einfach nur noch auf die Nerven gegangen ist. Ich habe jetzt echt dran gehadern zu haben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie dir das Projekt gefallen hat. Boah, bin ich froh, dass das Kackding so fertig ist eben. Ach ja, natürlich ist es kein Schränkchen, was auf den Boden gestellt wird. Das wird an die Wand gehängt, aber in meinem Zimmer kann ich keine guten Fotos machen. Deswegen seht ihr das Projekt hier halt, wie es noch nie an der Wand hängt. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, ich freue mich auf deinen Kommentar. Und ich wünsche bis zum nächsten Video mal. Ciao. Baby.